Hallo und herzlich willkommen bei Gewinner TV. Mein Name ist Ruben Schäfer und hier geht es heute um ein Thema, was wahrscheinlich jeden Menschen im Laufe seines Lebens mindestens einmal, viele aber auch deutlich häufiger beschäftigt, nämlich das Thema Partnerschaft und eine gute, schöne Partnerschaft zu haben, wo man sich versteht, wo man sich nicht die ganze Zeit streitet und wo man gemeinsam an einem Strang zieht und damit erfolgreicher wird. Und ich habe heute zwei absolute Experten hier und wir werden mal darüber sprechen, wie man das eigentlich hinbekommt. Ja, wie man seine Partnerschaft quasi so aufstellt, dass man dort Spaß hat, gemeinsam an einem Strang zieht, gut vorankommt und welche Fehler man da vielleicht auch vermeiden muss, die viele, viele Leute machen, weswegen es dann nachher eben knallt. Ich freue mich sehr drauf. Ich habe nämlich zwei super spannende Gäste hier, nämlich Jeanette und Thomas von Scherer Hansen. Erstmal herzlich willkommen. Schön, dass ihr da seid. Ja, ganz herzlichen Dank für die Einladung. Danke, Ruben. Vielleicht können wir einmal ganz kurz so in den Motorraum von Pärchen Deutschland, Österreich, Schweiz einmal reinschauen. Jetzt die Pandemie ist vorbei. Es ist ja viel geschrieben worden, auch in der Presse. Ich lese das natürlich immer. Das Pärchen, mal haben Leute gesagt, das hat total zusammengeschweißt. Manche haben gesagt, nee, das ist also jede Partnerschaft hat darunter unglaublich gelitten. Alles ist zerrüttet worden vom Aufeinanderhocken quasi. Wie ist es wirklich? Also was ist so euer Eindruck? Habt ihr mehr zu tun als je zuvor? Oder ja, seid ihr demnächst arbeitslos? Ist Harmonie Orten jetzt am Start? Ich glaube, die Arbeit wird uns nie ausgehen, weil es ist wirklich ein Thema, das wir als Menschen, sage ich jetzt, wirklich in den meisten Fällen nie gelernt haben zu kommunizieren. Mhm. Und von dem her kommt es in den Beziehungen zwangsläufig früher oder später zu dem genannten Crash, den du vielleicht auch hier angesprochen hast. Mhm. Von dem her wird uns die Arbeit wohl nie ausgehen. Okay, alles klar, ja, schon mal gut. Ist es denn, also tendenziell merkt man, ist es ein bisschen mehr geworden jetzt aktuell oder ist es eigentlich wie immer? Hat sich quasi gar nichts geändert durch die Pandemie dann? Nee, ich glaube, die Pandemie hat es vielleicht noch mehr verdeutlicht in dieser Zeit, wo alle so aufeinander gehockt sind. Und da haben wir schon deutlich gespürt in der Zeit, dass mehr Anfragen kamen. Mhm. Und ich glaube, das hat jetzt was ins Rollen gebracht, dass man offener und ehrlicher hinschaut und sich nicht mehr damit zufrieden gibt, einfach nur eine Ehe zu führen oder eine Partnerschaft. Man möchte wirklich eine glückliche, schöne Zeit miteinander. Okay, verleben. Alles klar. Genau. Wer kommt denn eigentlich so zu euch? Weil das ist ja tatsächlich was, also Paarberatung, ich kenne das so aus amerikanischen Filmen, ne? Da sitzt man dann so, Mr. und Mrs. Smith und wollen ihre Ehe retten quasi. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass das in Deutschland auch gar nicht so verbreitet ist. Also zumindest kenne ich tatsächlich niemanden persönlich, der das in Anspruch genommen hätte. Ist das sehr verbreitet, so eurer Meinung nach? Oder ist das immer noch so irgendwie so ein Geheimtipp quasi, was wirklich nur wenige Leute machen? Es ist, das ist, ich sage jetzt wirklich unser größte Herausforderung, dass man eben nicht darüber spricht, weil es ist nicht so ein Thema, wo man sagt, ja, wir waren gestern gerade in der Paarberatung, das ist so jedem Mann noch peinlich irgendwo durch, aber es ist verbreitet, dass du vermutlich denkst oder wahrnimmst, weil es ist so, dass man in der Beziehung oftmals an diese Themen kommt, wo man merkt, hey, wie geht's weiter? Man nimmt einander nicht mehr richtig wahr, die Kinder drängen oder man kommt wirklich ans Limit, vielleicht auch als Frau, wo irgendwo alles unter einen Hut kriegen muss. Und von dem her, ich glaube, ja, so die Dunkelziffer, die ist sehr, sehr viel höher, als man denkt. Ja, wie ist das denn eigentlich, was kann ein Paarberater eigentlich für mich tun? Also ist das eigentlich so eine Art betreutes Miteinanderreden oder wie kann ich mir das vorstellen quasi, wenn ich jetzt als Pärchen da sitze? Vielleicht erstmal so, an welchem Punkt sind die meisten Leute, die zu euch kommen? Also sind die Scheidungspapiere schon mal ausgedruckt worden oder kommen die sehr früh zu euch? In welchem Stadium befinden die sich in der Regel? Ja, die sind schon meistens an einem Punkt, wo es wirklich schmerzlich geworden ist für jeden Einzelnen, wo der Druck sehr hoch ist und man weiß, entweder wir machen jetzt was zusammen oder wir werden uns scheiden lassen. Mhm. Und von daher geht es ihnen wirklich nicht gut, wenn sie kommen. Und wie kann ich mir das dann vorstellen? Also wenn die dann bei euch sitzen quasi, ist das dann so erstmal betreutes Streiten und dann irgendwann betreutes Reden? Oder was passiert dann eigentlich? Ja, ich glaube, das wissen viele gar nicht. Wie ist das so wie in so Filmen halt, dass man da sitzt und quasi der Mann weiß den Geburtstag der Frau nicht und die Frau weiß die Hobbys vom Mann nicht und so, also so super oberflächlich? Oder wie ist das tatsächlich? Erzählt mal ein bisschen, wie läuft das ab, wenn die dann da sitzen und sprechen? Also es geht darum, dass die meisten sich gar nicht hören. Sie sprechen miteinander, aber sie hören sich gar nicht mehr. Und es ist tatsächlich so, dass sie über ganz kleine Dinge im Alltag dann streiten. Und es fängt bei uns an,
erstmal lernen, wie höre ich, was der andere überhaupt sagt und was versucht er mir zu vermitteln, weil wir das oft überhaupt nicht, wir hören die leeren Worte, sagen wir immer meistens, aber wir hören nicht, was steckt dahinter, was möchte mein Partner mir sagen. Und das ist wirklich eine Betreuung auf der Kommunikationsebene. Aber nicht so, das möchte ich mir wirklich betonen, nicht so, wie du das vielleicht kennst aus den Filmen. Bei uns wird wirklich gearbeitet, das fragen wir auch. Also wir qualifizieren die Leute bei uns wirklich vor, weil wir nur mit Paaren arbeiten, die wirklich bereit sind, hier hinzuschauen. Weil das sagen wir ganz bewusst, es ist ein Unterschied zu dem, was man vielleicht kennt, wo man wirklich nur reden geht. Bei uns sagen wir, hey, dort, was unangenehm wird, halten wir den Finger noch einmal tief in die Wunde rein. Und einfach weil wir wissen aus unserer eigenen Erfahrung, wenn du da nicht hinschaust, dann machst du das 100 Mal und kommst keinen Schritt vorwärts. Und wir wollen die Leute wirklich eben auch vorwärts bringen. Ja. Okay. Befähigen, ja. Befähigen, genau. Genau. Jetzt, das ist natürlich eine Frage, die werdet ihr jetzt nicht so super gerne beantworten, weil das nimmt euch natürlich auch nachher Kunden weg. Aber wir tun es jetzt trotzdem mal. Wir wollen einfach mal ein bisschen was für die Pärchen Deutschland und Österreich, Schweiz da draußen tun. Was kann ich denn machen, wenn ich quasi nicht zu euch kommen möchte? Also wie kann ich mich vorbereiten? Gibt es da irgendwie Übungen oder empfiehlt ihr irgendwie, dass man einmal im Monat zusammen ein romantisches Dinner macht und die Kinder zu Hause lässt? Oder was für kleine Hacks oder Möglichkeiten könnt ihr empfehlen, dass man vielleicht um den Paarberater noch drumherum kommt und das von vornherein richtig aufstellt? Also finde ich eine ganz schöne Frage von dir, weil darum geht es eigentlich. Was kann ich tun als Einzelperson, damit ich mich wohlfühle in einer Beziehung? Und es fängt wirklich damit an, mich um mich selber zu kümmern, ganz liebevoll. Und was tut mir gut, was macht mir Spaß und dem nachzugehen und zu sagen, wie es mir geht in der Partnerschaft. Ganz offen zu sagen, das fehlt mir oder das fehlt mir. Lass uns eine Lösung zusammenfinden. Kein Kompromiss, aber eine Lösung. So, so wirklich die absolute Wahrheit eigentlich. Also wirklich so, redet miteinander und zwar wirklich Klartext, auch wenn es vielleicht jetzt mal kurz wehtut, aber das gibt einem so Klarheit und die Klarheit gibt einem dadurch auch die Sicherheit. Aber das war ganz interessant, was sie gerade gesagt hat. Also es ist dann tatsächlich irgendwie ein Problem in der Beziehung oder ein großes Problem, dass man zu wenig nach sich selber guckt. Die meisten würden ja meinen, ich muss mehr nach dem Partner gucken. Aber es ist tatsächlich dann so, dass man so ein bisschen mehr nach seinen eigenen Wünschen, seinen eigenen Hobbys schauen muss, damit man selber auch wieder glücklich wird. Kann man das so sagen? Ja, das ist so wirklich ein, ich sage es vermutlich so, wenn man das anschaut in der im Ablauf von einem Paar, ist es wirklich so, man kommt zusammen, man findet den anderen irgendwo attraktiv, man sieht vielmals vielleicht auch etwas, was man bei sich selber vermisst und dann nimmt das so einen Lauf. Man hat so zwei Scheinpartner, die irgendwo versucht haben, sich besser vielleicht darzustellen, als sie sind, wenn man zusammenkommt und diese Rolle kann ich ja vielmals gar nicht mehr verlassen, weil sonst würde ich mich irgendwo vielleicht verletzlich zeigen oder irgendwo vielleicht auch zeigen, dass ich nicht so bin, wie ich mich gezeigt habe. Und das führt genau zu diesen Problemen, dass ich dann irgendwas mache, was mir eigentlich wirklich gar nicht gefällt. Oder? Ja, okay, alles klar. Wie ist das denn eigentlich, wenn man jetzt mit euch zusammenarbeitet, zu was führt das dann in der Regel? Also vielleicht könnt ihr ja mal erzählen, ihr habt ja viele, viele Paare mittlerweile auch betreut. Wie läuft das dann quasi ab und was ist dann nachher das Endergebnis? Also sind die dann wirklich quasi bereit für noch 30 Jahre bis zur goldenen Hochzeit oder müssen die dann schon irgendwie so in ein paar Abständen nochmal zu euch kommen oder so? Oder ja, vielleicht könnt ihr ja mal an so einem Praxisfall erzählen, so irgendwie, also ohne Namen zu nennen vielleicht, aber wie läuft das ab und was ist quasi das Ergebnis nachher? Was erzählen die dann, wie sich ihr Leben geändert hat dadurch? Ja, es ist wirklich so, dass wir viele Paare haben, die an einem Wegweiser stehen, wo man wirklich denkt, hey, eben nach 2 Tagen, die lassen sich scheiden. Und da gibt es wirklich ganz, ganz schöne Stories, weil wenn du wirklich wieder in deine vollkommene Selbstverantwortung kommst und auch so in die Selbstverwirklichung, in der Kommunikation mit dem Partner sind wirklich nachher keine Grenzen mehr da. Also das ist auch unser Ziel, dass sie Tools bekommen, mit denen sie sich in jeder Krise auch selber in Zukunft miteinander so begleiten können. Das ist wirklich unser Ziel und da haben wir ganz, ganz schöne Erfahrungen, bekommen auch immer wieder schöne Feedbacks. Da kommt plötzlich aus den Ferien wieder mal so ein Familienfoto oder so und das freut uns natürlich sehr, weil das unser Ziel ist, dass das Coaching-Paket in sich geschlossen ist und es nachher eigentlich nichts mehr braucht und nachdem
Nach dem Credo schaffen wir, arbeiten wir eigentlich immer. Ja, und vielleicht nur so ein kleines Beispiel. Da war ein Paar, die kamen, die waren schon getrennt. Und sie wollte eigentlich mit ihrem Lover kommen und da was Neues aufbauen. Und schlussendlich hat sie ihn verlassen, ist zum Mann zurückgegangen und die Familie war wieder komplett. Und es war eine ganz schöne Love Story. Okay. Ja, ihr habt natürlich viele, viele romantische Geschichten dann letzten Endes bei euch. Stoff für einige Filme dann direkt, ja. Was ihr da also erlebt. Wie ist das denn eigentlich jetzt mal angenommen? Ich schaue jetzt hier vielleicht auch zu oder ein Pärchen schaut hier zu und sagt, okay, ja, doch, ich sehe schon so. Es ist ja auch, glaube ich, manchmal so, dass man schon so perspektivisch absehen kann, okay, wenn ich mir das jetzt so weiterdenke in 2 Jahren mit entsprechender Steigerung, dann irgendwann halte ich das nicht mehr aus. So. Also wenn man ehrlich ist und man guckt ein bisschen in die Ferne, dann kann man das ja hier und da, glaube ich, schon erkennen. Wie ist das denn, wenn ich dann sage, ich suche jetzt nach jemandem, der mich da unterstützen kann, worauf sollte ich da achten oder was würdet ihr empfehlen, was kann ich mir dafür für Angebote holen letzten Endes? Worauf sollte ich da Wert legen? Es gibt natürlich Paarberater, es gibt Online-Kurse, es gibt Bücher, die von irgendwelchen schlauen Leuten geschrieben sind. Da gibt es ja die wildesten Sachen. Was davon funktioniert eurer Meinung nach? Ist es vielleicht auch so, dass viele zu euch kommen und haben schon 20 Bücher gelesen und es klappt trotzdem nicht? Oder? Also erzählt mal ein bisschen, worauf sollte ich Wert legen, auch vielleicht, wenn ich mir dann einen Paarberater suche und oder wenn ich auch so in der Vorbereitung bin quasi? Ja, du sagst es richtig. Wir haben sehr, sehr viele Leute, die kommen, die haben schon gefühlt alles ausprobiert. Und vielleicht eben, weil man was liest, was irgendwo funktioniert hat, kommt man wieder an den Punkt, wo man merkt, hey, es hilft mir trotzdem nichts. Und wir machen gerade das Umgekehrte. Wir nehmen die Leute wirklich aus dem Unbewussten ins Bewusste, arbeiten an ihrer Persönlichkeit und nachher geht eigentlich der Schritt erst wieder nach vorne. Und von dem her können wir sagen, mit unserem Programm, wir haben auch eine Online-Variante mit etwas weniger Betreuung. Wir sind aber uns auch einig, dass die Betreuung wichtig ist, dass wir auch eben auch individuell auf Personen eingehen können. Und von dem her, wir bieten ja auch immer ein kostenloses Erstgespräch an. Und ich glaube, das ist das Wichtigste für jede Begleitung. Du sollst spüren, und das wirst du auch sofort, passen die zwei? Sind die zwei fähig, mich zu begleiten? Kann ich mich öffnen? Kann ich vertrauen? Und wenn das gegeben ist, glaube ich, ist das einfach der richtige Weg, egal wer das ist. Absolut. Ja. Das ist vielleicht eine ganz spannende Frage noch gerade dazu. Kann man eigentlich jede Beziehung retten oder kommt es auch mal dazu, dass ihr sagt, ey Leute, das war bestimmt ganz aufregend jetzt das letzte Jahr und ihr habt viel Spaß zusammen, aber das passt irgendwie nicht. Also passiert das auch schon mal, dass ihr sagt, okay, ich glaube nicht, dass wir das noch gefixt bekommen quasi? Ehrlich gesagt ganz selten. Okay. Wenn Menschen bereit sind, wirklich ehrlich hinzuschauen, was ist es für ein Thema, das ich mitbringe in die Beziehung, weil das Thema, das bringe ich auch in die nächste Beziehung und die übernächste Beziehung wieder mit. Wir haben viele Menschen, die kommen und die haben schon viele Beziehungen gehabt, aber das Thema, das läuft immer schön mit. Und von daher doch, wir sagen, egal wie schlimm die Situation scheinbar ist, da kann man die Situation oder die Beziehung retten. Okay. Wir können auch sagen, aus unserer eigenen Erfahrung, also wir waren auch einmal am Punkt, wo wir gesagt haben, hey, stopp, so nicht, wir trennen uns. Und daraus ist nachher auch schlussendlich die Paarberatung Scherer Hansen entstanden. Und von dem her wissen wir, ja, also das ist absolut möglich, wenn beide bereit sind, hinzuschauen und ehrlich miteinander hier diesen Weg zu gehen. Ne? Und es war keine knusprige Situation. Genau. Okay, alles klar. Ja, da muss ich jetzt natürlich ein bisschen näher reinhaken. Also, das habe ich mir gedacht. Also, ihr seid dann quasi zusammengekommen, habt irgendwann festgestellt, okay, läuft nicht rund und dann habt ihr das an euch selber so ein bisschen gelernt, wie man sich da rausmanövriert oder hattet ihr auch Hilfe und wie kam dann auch die Idee daraus, jetzt eine Firma zu machen? Weil viele Paare kriegen ja ihre Beziehung dann doch wieder vielleicht hin und sind wieder glücklich miteinander, aber die gründen ja deswegen keine Firma daraus. Also wie kam das bei euch dann? Also es war wirklich der Punkt, dass wir an dem, wir haben bereits rund etwa 20 Jahre Ehe hinter uns, mit allen Höhen und Tiefen. Wir haben wirklich eine sehr bewegte Lebensgeschichte beide. Wir haben 2 Jungs, die uns auch in allem gefordert haben, mit denen wir heute eine unglaublich schöne Kommunikation haben. Und genau dort, an dem Punkt haben wir gesagt, hey, wo es mal wirklich nicht mehr weitergeht, haben wir gesagt, hey, stopp, so nicht. Aber wir haben uns auch entschieden, hinzuschauen. Wir haben damals schon als Coaches gearbeitet und gesagt, wir wollen auch verstehen, warum.
Und jeder hat so seinen Coaching-Weg gemacht, auch noch mit sehr viel Ausbildung dazu. Und hat dann durch das ist sehr schnell wieder so eine Ebene entstanden, die wir uns vorher gar nicht vorstellen konnten, dass das möglich ist, das Paar überhaupt auf dieser Ebene zusammenzuleben. Und dann kam dann plötzlich mal der Wunsch, wo wir gesagt haben, hey, wir möchten das unbedingt weitergeben, weil das, was wir erlebt haben, ist wirklich ein Geschenk und dieses Geschenk feiern wir jeden Tag. Und wenn wir das weitergeben können, ist es für uns eine sehr große Genugtuung. Ja. Okay, okay. Ja, und mir ist noch wichtig zu sagen, das sind nicht nur in einem Gefüge, nicht nur zwei, die da profitieren, sondern wenn Kinder im Spiel sind, ist es die ganze Familie. Klar. Und von daher ist das eine ganz schöne Arbeit, wenn dann am Schluss zu Beginn zwei ganz wütend nebeneinander sitzen und dann am Schluss beide sich anlächeln und dann weiß man auch innerhalb von dem Familiengefüge hat es was gebracht und das ist schön. Ja, ja klar, also unter einer Trennung, je nachdem, wenn noch auch ein Pärchen lange zusammen war, dann ist ja auch der ganze Freundeskreis und so weiter, da hängen ja wirklich viele, viele Leute dran tatsächlich. Ja, wirklich. Genau. Okay, alles klar. Wie ist das denn eigentlich, gibt es, wenn Paare sich bei euch melden, immer noch mal auch vielleicht trotzdem so Vorurteile einfach, dass Paare sagen, ja keine Ahnung, ist eh nicht zu retten oder die soll sich ändern oder der soll sich ändern quasi. Also was sind so die Vorurteile auch vielleicht euch und eurer Arbeit gegenüber, die am Ende noch so ein bisschen eine Rolle spielen, bevor man dann gut zusammenarbeiten kann? Was erlebt ihr da so? Machst du? Nein, hast du. Ja, es ist wirklich so, dass, kann man offen sagen, vielmals der Mann so die Vorurteile hat, dass so, ja, über Gefühle zu reden oder jetzt hier irgendwie Lösungen zu suchen, dass das vielleicht noch am Anfang so befremdend wirkt. Mhm. Aber wir erleben es auch sehr oft, dass dann genau der Mann wirklich so die Erleuchtung hat, dass er sagt, hey, wow, warum habe ich das nicht schon früher gemacht, dass ich über meine Gefühle gesprochen habe oder dass ich mich geöffnet habe oder dass ich ehrlich in eine Kommunikation gegangen bin, weil das hat nachher so einen riesen Impact auf die Beziehung, auf die Familie, auf das Umfeld, auch auf die Arbeit. Ich kann plötzlich vielleicht auch bei der Arbeit sagen, was mir wichtig ist. Ich habe viel mehr Selbstvertrauen, kann besser kommunizieren und das hilft wirklich auch. Gerade in Bezug auf die Kommunikation vermitteln wir Tools, wo du wirklich in allen Bereichen anwenden kannst, wo du einen Mehrwert davon hast. Auch. Also, ja. Okay. Ja, alles klar. Also wenn ich jetzt als Pärchen zusammen bin und ich merke vielleicht schon so ein bisschen, okay, die Rundheit geht etwas verloren, ja, irgendwie so das anfängliche Schmetterlingsschweben auf dem Regenbogengefühl ebbt so ein bisschen ab. Was kann ich tun, um da letzten Endes den Spaß und die Lust an der Beziehung beizubehalten? Was sind vielleicht so kleine, sind es Rituale oder irgendwelche Termine oder irgendwas, was vielleicht Sinn macht oder Tätigkeiten, Aktivitäten, dass man irgendwie gemeinsam im Fluss bleibt, sage ich mal. Was gibt es da für Möglichkeiten? Was könnt ihr empfehlen? Also das Wichtigste ist sicher so die Eigenverantwortung, also sich wirklich auch wahrnehmen, hey, was ist mir wichtig? Mhm. Und das anfängt auch zu leben und zu kommunizieren. Dann Kommunikation als solches überhaupt ist in der Beziehung wirklich das A und O. Sprecht darüber, was mir wichtig ist, tauscht euch auch, was gibt es wirklich für Lösungen, nicht Kompromisse, sondern was gibt es für Lösungen, die für beide stimmen. Und die Zeit miteinander ist sicher auch so ein Schlüssel. Das muss nicht oft sein. Wir nehmen immer das Beispiel von den Großeltern. Die Großeltern sehen zum Beispiel die Kinder auch selten, aber haben eine wunderschöne Beziehung. Und so geht das eigentlich auch in der Beziehung. Es muss nicht oft sein, aber vielleicht irgendwo konzentriert, schönes Essen zusammen, wirklich Austausch oder eben etwas kochen zusammen. Kinder sind bei den Großeltern, irgend sowas. Mhm. Okay. Super schöne Ideen. Ja. Da gibt es auf jeden Fall eine Menge Aktivitäten. Du hast jetzt gerade noch was gesagt zum Thema Kommunikation. Was bedeutet das konkret? Also nehmen wir mal an, der Mann hat früher immer Fußball gespielt und die Frau hat vielleicht früher immer, war alle halbe Jahre mit ihren Mädels mal irgendwie auf Mallorca oder so. Sollte man sich dann wirklich darauf verständigen, dass man sagt, okay, ich behalte quasi diese Aktivitäten, die mir wichtig sind, auch einfach bei und mache eben nicht, was ja viele Paare üblicherweise machen, sondern der Mann hört auf, Fußball zu spielen, tritt aus dem Verein aus, weil keine Zeit und die Frau will das irgendwie nicht und die Frau darf dann aber dafür nicht mehr nach Mallorca fliegen und so. Und am Ende sind ja beide unzufrieden dann. Also sollte man das dann wirklich beibehalten und ganz transparent auch kommunizieren, jeder hat seine Aktivitäten und es ist wichtig, dass man die hat, damit man einfach selber glücklich ist. Ist das so richtig oder wie würdet ihr es beschreiben? Unbedingt. Mhm. Wir leben ja, auch wenn wir eine Partnerschaft führen,
leben wir ja noch als Einzelpersonen weiter. Und wenn ich mir das nehmen lasse, was mir immer gut getan hat und Spaß gemacht hat, ja, dann vergehe ich wie eine Blume. Und ich glaube, das macht nicht glücklich innerhalb von einer Beziehung. Von daher unbedingt. Okay. Das, was mir Spaß macht, beibehalten. Also super spannend auf jeden Fall. Da gibt es eine ganze Menge zu entdecken. Und wenn jetzt jemand hier zuschaut und sagt, okay, meine Beziehung verdient es, dass man da noch mal ein bisschen was tut, dass man da noch ein bisschen drum kämpft. Und gerade bei einer Scheidung, gerade mit Kindern auch, da geht es ja auch um was. Also letzten Endes, so viele Unternehmer schauen ja auch hier zu. Scheiden ist halt auch meistens teuer. Ne? Also muss man auch ganz klar sagen. Ne? Ja, schon, die Begleitung ist günstiger. Ja. Also von daher, das macht auf jeden Fall allein wirtschaftlich wahrscheinlich hier und da schon Sinn. Und es hat ja auch einen Grund, warum man mal zusammengefunden hat. Ja. Und vielleicht kann man den ja dann wiederfinden mit euch. Und dementsprechend, wenn man jetzt mehr erfahren möchte, wenn man so ein bisschen mehr noch ein Gefühl vielleicht auch bei euch, für euch bekommen möchte, was gibt es für Möglichkeiten? Habt ihr auch einen YouTube-Kanal oder einen Podcast oder kann ich mich irgendwie bei euch melden für ein Gespräch? Welche Möglichkeiten habe ich quasi, euch noch näher kennenzulernen und zu schauen, ob das passen könnte? Also ganz bestimmt das Erstgespräch. Da kann man schon mal reinfühlen mit uns, ob das passen würde oder nicht. Wir haben auch schon Interviews geführt, die sind dann auch auf unserer Homepage und Podcasts, die werden dann folgen. Okay. Werden die nächsten Schritte sein, genau. Okay, alles klar. Ja, das sind wir auf jeden Fall gespannt. Wir werden auf jeden Fall unter dem Video alles verlinken, dass man sich da entsprechend nochmal informieren kann, sich das Ganze anschauen kann. Und ich denke mal, wie gesagt, es macht auf jeden Fall Sinn, mal ein kostenfreies Erstgespräch zu machen. Ist ja vertraulich und dann kann man auch entsprechend mal gucken, was da eben entsprechend noch geht. Vielen, vielen Dank, dass ihr da wart. Danke für die spannenden Insights. Und euch vielen, vielen Dank fürs Zusehen. Wir sehen uns dann in einer der nächsten Folgen wieder. Bis dahin, macht's gut und tschüss.